Guten Tag und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge Planet Coaster. Ja, und heute will ich euch mal ein paar coole Parks zeigen, nicht nur meinen, aber ein paar neue Erscheinungen, also ein paar neue Parks, wo hinzugefügt worden, und schauen wir uns mal an. Hier sehen wir einen wunderschönen Piratenpark. Jetzt sehen wir, ich finde da die Vorlagen, wo sie hier gemacht haben, sind sehr gut gelungen. Bloß die Besucherzahl ist etwas, also wegen den Besuchern kann es oft hängen, aber ich finde der Eingang ist gut gestaltet. Fliegen wir nach da üben. Dann sehen wir hier eine kleine Burgenachterbahn. Sehen. Fahren glaube ich welche. Ah, hier. Sind es schlängelt sich hier so rum. Ja, die sind sehen. Ich finde es sehr cool gemacht, weil man hier mitten überall durchfährt. Und hier alle schön kann da unten vielleicht etwas kahl. Aber ich finde, eigentlich ist der Park schon recht cool gemacht. Klar, das ist so gemacht, dass man jetzt hier noch eben viel hinmachen kann. Aber wie gesagt, ist noch ausbaufähig. Hier ist schon der Next Park. So. Sieh mal, der ist sehr klein gehalten, aber trotzdem, es dient sozusagen als Vorbild. Und 1000 Leute bei so einem kleinen Park. Schon sehr übertrefflich Sinn. Ja, die ganze Achterbahn ist im Prinzip um die ganze Park rumgeschlingert. Ich finde, es ist sehr gut gelöst worden. Vor allem, ich finde, der Shot ist zwar klein, aber kompakt. Und so kann ich mir auch vorstellen, wenn man solche kleinen Zonen hier überall macht. Beispielsweise hier so mehr Piraten Zeug macht hier Ding und wir sehen ja die Karten werden das sollte man nicht sehen dann dementsprechend dann auch größer. So, jetzt warte ich mal hier, weil das ist eigentlich recht cool, die Achterbahn. Wo ist denn hier überhaupt der Eingang? Ah, hier. Ich finde, das hat er der Stelle auf jeden Fall sehr gut gelöst. Ich finde, es schaut sehr sehr gut aus. Jetzt fast nicht gefunden. Das ist eben dieses freie Bauen, das finde ich einfach am besten hier dran. Mal sehen. Oh, jetzt schon los. Besserer Sitz vielleicht. Nein. Nein. Jetzt. Nein, wollte ich. Mal sehen. Freuen würde ich mich aber auch, wenn sie Holzachterbahn noch dazu machen würden. Und Geisterbahn, aber ich denke, das kommt schon noch alles dazu. Mal schauen. Fliegen wir hier durch die Bahn durch. Schwutsch. Okay. Auch gut gelöst. Einfach durch das Schild durch. So. Kommen im nächsten Park. Wir sehen hier, das ist wieder ein etwas kleiner gehalten. Wir sehen hier aber auch, sehen wir noch mal so einen Rand. Also ich denke, bis hierhin wird es dann in der Beta kommen und dann denke ich mal, wird es noch mal weiter kommen, der Park. Also wird dann immer größer werden. Sozusagen cool wäre es, wenn man sich danach Gelände noch dazu kaufen kann, wenn der Park wächst. Schauen wir uns mal den Park an. Ich finde, der ist nicht so ganz so schön, der Piratenpark. Ja, aber trotzdem auch überall Achterbahn, die hier immer so durch. Die muss ja auch sehr beliebt sein. Ich finde es aber auch cool, dass man hier jetzt einfach sagen kann, du. Und dann können wir jetzt nicht den seinen Anzug, können wir sagen, hello bro. Können wir hier mal von der unteren Anzug mal sehen, ob der Park ganz cool aussieht. Oder ob man zum Beispiel hier, das sieht auch cool aus, diesen Piratenschiff hier. Hier hin sehen, hier schöne Laternen, alles finde ich jedenfalls. Hallo, also, was ist ein leckerer Burger? Finde, das ist auf jeden Fall cool gemacht. Ich finde aber den Park hier nicht so ganz so schön. Aber es sind ja alles nur Beispielparks. Wir kommen im nächsten Park. So, hier haben wir wieder eine Piratenversion. Wie gesagt, es gibt momentan mehr Piratenversion als was anderes. Ich finde das Hauptgebäude hier ist besonders cool gestaltet. Finde ich in einem coolen Karibik-Look
gestaltet und schauen uns mal um den Park. Sehen wir hier, das finde ich richtig cool gelöst. Sehen hier, wenn wir jetzt und auf die anderen lang, von Spider dann auch mal. Hallo, Lady? Lady? Danke. Nein. So, sehen. Jetzt hier schauen. Denken wir, ja, was ist das? Jetzt hopp, Spider. Boah, ich finde es voll geil gelöst. Und dann haben wir Wasser rausspritzt und alles. Ich finde es voll cool, wie er hier rauskommt und so weiter. Ich finde es voll cool hier gemacht. Der Park ist zwar, wie gesagt, wieder recht klein, aber ist wieder cool gelöst. Auch das mit hier oben. Natürlich kommen dann auch noch, ist hier Nebel? Ja. Die Kanonen schießen ja auch. Kommen natürlich auch noch so, wie heißt es? Gelände. Na, dass man halt Gelände planieren kann und so weiter. Gibt es einen neuen Boden? Nein, Moment. Oh, es gibt neue Böden. Hm. Jedenfalls, ich finde den Park richtig cool. Und ich finde, der ist echt sehr gut an seine Umgebung angepasst. Der hat jetzt hier keine Achterbahn oder so, aber ich finde, der ist sehr gut in der Umgebung integriert. Das Tentakelzeug finde ich so cool einfach mal. Und da sind wir wieder im nächsten Park. Mal sehen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Park. Der hat zwar, wie gesagt, keine Attraktionen. Okay, den Weg finde ich hier eigentlich recht cool gemacht. Sehen. Aber allein wenn man jetzt hier so hinkommt, denkt man, was ist das denn für ein Vieh? Das ist echt einfach, ja, ja. Echt einfach gigantisch. Auch immer sehen, wie groß es ist. Und das Coole ist ja, das ist ja schon eine kleine Anspielung auf dieses, wie heißt das, Gelände-Editing. Na? Weil das hier ist ja alles Erde. Und das finde ich eigentlich recht cool gemacht, dass der hier so eine Art Godzilla oder was auch immer das ist, dass man da hier machen kann. Ja, jedenfalls wäre es eigentlich recht cool, wenn man hier eine Achterbahn noch machen könnte, aber eigentlich wäre es hier wieder ein bisschen blöd, weil ich finde einfach, da schaut diese Figur einfach zu gut aus, als ob man da jetzt hier eine Achterbahn so rummachen könnte. Die müsste man, wenn dann, hier so hochfahren lassen und dann hier so runter und das so als Fesseln aussehen lassen. Das wäre vielleicht ganz geil. Dass man hier so rum, das dann wirklich aussieht wie Fesseln. Hm. Wäre eine Überlegung jedenfalls wert. Willkommen zum letzten Park. Meinen Park, ich finde er persönlich bis jetzt am besten, obwohl er noch nicht fertig ist. Aber wie gesagt, Entschuldigung, wenn es hier etwas hängt, das ist aber, weil hier sehr viele Palmen sind und anderweitige Sachen. Und ist einfach noch nicht verkraftet. Ich finde es sehr cool, wie man das hier jetzt echt am Anfang gelöst hat. Man kommt hier rein, schaut sich so alles um, geht so und so lang. Gehen wir erstmal nach links. Wie man sagen, wenn man jetzt hier so reinkommt. Nehmen wir mal du. Ich glaube, die geht nach rechts, aber jetzt ist hier auch egal. Seht ihr, ist alles cool gestaltet. Wir sind hier über die Kanonen. Es kommt hier schon sehr atmosphärisch rüber. Oder einfach angelaufen. Alter, was macht denn ihr? Ja, einfach durch andere Menschen durchlaufen. Ja, und kommt dann hier so rüber. Geht dann gehen wir halt trotzdem erstmal die andere Seite lang. Hier lang. Dann haben wir hier, das habe ich etwas hier besser dekoriert, weil es wie gesagt kein vernünftiges Gras momentan gibt, sondern nur dieses flache, leicht aufblößende Gras. Und das hier oben. Die Toiletten müssen auf jeden Fall richtig gut bewacht werden. Und dann hängen hier noch ein paar Dudes ab. Wie gesagt, ein bisschen Gras wäre nicht verkehrt, aber das kommt noch alles. Gehen wir hier nach üben, dann kommen wir zum ersten Fahrgeschäft. Dieses Heißluftballon-Gedingse. So, hier haben wir dann, ja, das erste Fahrgeschäft. Jetzt auch nichts Besonderes. Dann geht es hier nach oben. Hier habe ich dann noch nichts weiter. Was bist denn du? Okay, den sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Dann kommen wir hier, das habe ich kopiert, einfach von da hinten.
Hab's dann da hingesetzt. Dann kommt aber noch ein bisschen was hin. Dann kommen wir hier zum nächsten Fallschiff. Aber ich glaube, der Weg ist etwas zu lang. Mal sehen, ob man an den richtigen Balkon gleich reinkommt. Sehen wir. Sinn, ja. Wow, ich finde es richtig geil, wie tief das runtergeht. Vor allem, wenn man zuerst nach da vorne wippt. Dann wird er zurück. Zuerst nach vorne, dann denkt man, und dann wippt man zurück. Und dann ist man echt sau weit hoch. Dann brausen wir mal weiter. Das Einzige, was ich jetzt nicht so schön finde, ist der Weg hier runter. Da mache ich auch sowas wahrscheinlich. So eine Steinart noch davor. Geht es hier so weiter. Kommen wir hier dann zu weiteren Restaurants und Shops. Muss natürlich auch sehr gut gesichert werden. Und da das passt, wie gesagt, sehr ungefähr dazu. Hallo, ich Handy rumtippen. Geld ausgeben. Gehen wir hier so lang, sehen hier. Nicht down durch andere Menschen. Ich finde, es passt hier richtig. Entschuldigung, das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt kauft ihr natürlich ein. Ich sagte, hier habe ich noch einen weiteren so ein Ding. Aua, was habe ich denn? Das. Hä? Warum ist denn das? Das muss ich. Ja, das. Das ist ja katastrophal. Nein. Oh. Mit Strick kann man. Ah. Ich glaube, so ist es besser. Ja, so ist es besser. Da vorne ist gleich die erste Achterbahn. Da fahren wir gleich mal mit. Wie gesagt, ist eine kleine Achterbahn. Platz, Platz, Platz. Verdammt! Geht dann hier so runter. Uah. Da war ein Fehler. Warum kann ich hier nicht? Verdammt! Jetzt, ich finde es recht gut, auch wenn wir jetzt nicht vorne sitzen. Aber egal. Dann hier so rumlaufen. Quatsch! Aber als mit dem ersten Platz macht es am meisten Spaß, denke ich mal. Ich finde aber, die ist recht cool. Wir können sie ja nochmal abfliegen. Geht hier so runter in der Spirale. Geht dann hier so lang. Hier saust er dann runter. Geht dann hier so rum. Hier so lauf. Hier so rüber. Dann da rein. Da drin können wir dann noch viele verschiedene Sachen reinbauen. Da so ein Schatz. So ein Schatz können wir da mal deponieren und so weiter. Das sollte auch nicht hier sein. Dann geht es wieder hier rum und dahin. Es ist eine erste Achterbahn. Aber da hinten soll ja dann noch mehr hin. Also das soll alles so aufwärmend sein. Weil es bringt ja nichts, wenn man gleich zu Anfang die ultra heftige nimmt. Dann bringen die anderen etwas lasch. Hier kommt natürlich auch noch ein bisschen Deko hin daran, aber das wird schon. Jetzt schauen wir mal hier die Besucherzahl an. Mal jetzt nur mal vom Schauen her. Ne? Dann dieser. Denke ich ja, voll hochwertig diese Bahn. Na, die geht zwar kurz, aber jetzt möge man das anschauen. Ja. Heftiges Fahrgeschäft. Sehr heftig. Okay, man möge bedenken, jetzt ist es etwas entspannter, aber davor waren die erste halbe Stunde waren nur Erwachsene drin. Das ist etwas verstört. Aber egal. Sehen ihr, zum Glück sind ja ein paar Kinder, obwohl es trotzdem weniger Kinder sind als Erwachsene, was trotzdem etwas komisch ist, aber ja, es ist halt trotzdem doppelt so viele wieder, weil schauen wir das an und schauen wir wie viele, meine dreifach so viel sogar, ja, ich verstehe es nicht. Jedenfalls möchte ich mich dann für diese zweite Folge bedanken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.